Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Und heute ist geplant, die Aufgaben oben rechts erledigen. Unter anderem stelle eine Falle auf Kaninchenfalle. Das haben wir getan. Erjage ein wildes Tier, 0 von 1. Haben wir theoretisch auch schon getan, aber das Spiel möchte uns nicht glauben. Aber wir erjagen noch ein weiteres wildes Tier, gar keine Frage. So. Überlebe eine Jahreszeit. Achso. Sprich mit Dobronjäger. Ach ja, das sollen wir ja auch noch machen, ne? Warte mal. Bären, habe ich gerade gelesen. Bären. Bären. Wir haben doch, das sind alles Bärensträucher, ne? Aber ich sehe da keine Bären. So. Genau, Dobronjäger. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Dobronjäger? Gut, egal. Also wir machen hier auf jeden Fall noch einmal ein bisschen Feuer. Und dann wollte ich hier ganz gerne ein bisschen Fleisch braten. Damit wir für die Tour was dabei haben. Und noch ein bisschen Fleisch braten. Wir haben 3 gebratenes Fleisch. Das muss reichen. Hoppala, was war das denn? Achso, das sah aus, als wenn da irgendwo drauf klopft. Ich will das nicht. So, in der Art. Also, lass uns aber gucken. Wir sind immer noch relativ überladen. Ah, ich weiß auch warum. Weil wir so viele Baumstämme dabei haben. Die würde ich hier ganz gerne hier reinpacken. Ich mache das wieder nach Gewicht. Holzstamm. Die können alle rüber. 8 Stück. Was soll ich denn mal 8 Stück dabei? Trockenfleisch. Okay. Gebratenes Fleisch. Das müssen wir auf jeden Fall als erstes aufbrauchen. Waffelbrötchen haben wir noch dabei. Ich glaube, wir stehen ganz gut da für den Anfang. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie spät wir haben, aber wir müssen auf jeden Fall einmal nach... müssen auf jeden Fall einmal nach... in die andere Stadt. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. So, dann lass uns mal einen kleinen Spaziergang machen. Ja, so ein Schnellreisepunkt wäre schon gar nicht verkehrt, ne? Ich überlege auch gerade, wenn wir schon mal hier sind... Ach, hier ist ja genug davon im Zeug. Ich habe gerade überlegt, ob wir denn, wenn wir schon mal da sind, das gleich farmen sollen. Aber ich glaube, davon haben wir so viel. Hier sind aktuell noch keine Bären drin. Ich glaube, das sind alles Bärensträucher, ne? Da ist eine Krähe. Sieht aber nicht wirklich aus wie eine Krähe, wie das läuft. Kann ich theoretisch nur mal so. Ah, Mist. Das Schwalbengezwitscher ist so schön, ne? Das erinnert einen wirklich an... Was war das? Stock. Den Stock brauche ich gerade nicht. Davon haben wir zu Hause genug. Die Insel ist ganz cool. Das Gute ist ja eigentlich auch, wir haben es nicht weit, ne, bis hier zum Tannenwald. Weil vielleicht hätte ich doch lieber die Lichtung genommen oder die hier. Ich mag das da hinten halt sehr gerne an dem Wasserfall, ne? Aber na gut. Wir haben jetzt unser Haus und unseren festen Platz. Hier, die hätten wir auch schön nehmen können, ne? Die Lichtung. War ja auch in der engeren Wahl. Aber ich wollte ja unbedingt dort unten hin. Oder dort hinten hin. Noch weiter weg. So. Das Problem ist, ich glaube, es ist nachher so dunkel. Ich habe schon fast das Gefühl, wir müssen nachher dort drüben schlafen in einer anderen Stadt, ne? Können natürlich auch nicht unbedingt laufen. Oh, hier ist viel von dem Zeug. Gut, aber wir haben auch viel davon. Zu Hause.
Ist immer noch leer, schade. Ich dachte, da ist wieder was reingekommen. Da hat jemand heimlich was reingelegt. Ich höre immer Schritte. Und ich habe das Gefühl, dass es hinter uns. Aber ich glaube nicht, dass dem so ist. Wir müssen halt auch nachher... Ach, Sämereien müssen wir auch immer kaufen dort, ne? Ja, ist ja gut. So, wie hieß dann... Wie heißt die Stadt nochmal? Ach ja, Gostovia, genau. Einmal durch den dunklen Wald. Hier wäre natürlich auch schlau gewesen, weil hier von den Bäumen, glaube ich, kriegt man mehr als nur zwei Baumstämme. Ich meine, da kriegt man drei. Zumindest haben wir eben drei gekriegt, als wir den anderen Baumstamm, ich weiß gar nicht, was wir da gefällt haben, eine Eiche oder so. Und da haben wir tatsächlich drei Baumstämme gekriegt. Oh, wir sind doch ganz schön weit gelaufen, ne? Das war mir gar nicht bewusst, dass das so weit war. Na. Da vorne ist wieder eine Krähe. Komm her, Krähe. Krieg dich. Nicht, leider. Ah, guck mal, hier vorne ist auch schon... Ist gleich auch schon die Stadt. Gleich nebenan. Ja, da ist ja der Karren, ne? Aber wir haben, glaube ich, nicht so viel Geld, dass wir den bezahlen könnten. So, ab hier brauchen wir hoffentlich keinen Speer mehr. Weil wir sind jetzt angekommen in Gostovia. Wir hätten hier direkt noch vor der Haustür bauen können, ne? Wie das wohl gewesen wäre. So. Wo sollen wir jetzt hin? Zu seiner Frau. Die befindet sich wo? Ja, bitte für Essen, ja. Das ist okay. Ist das seine Frau? Nee. Die Sache ist halt, wir könnten theoretisch auch stehlen, ne? Also hier sind auch Truhen. Wir könnten theoretisch stehlen. Aber ich möchte das noch nicht machen. Sieh das? Ja. Hallo, was kann ich für dich tun? Guten Tag, du musst Dobronijäger sein. Richtig, schön dich zu treffen. Ich bin Razimir. Das ist richtig. Es ist auch schön, dich kennenzulernen, Razimir. Was bringt dich zu mir? Unigost meinte, du könntest mir vielleicht etwas zu essen machen. Ich hatte seit Wochen nichts an Stängel. Hunger, Durst, Unigost. Ach komm, wir reden vernünftig mit dir. Nun, das hängt davon ab, was du dir unter anständig vorstellst. Aber ich kann dir etwas anbieten, das warm ist und satt macht. Das klingt mehr als nur großartig. Hier, bitteschön. Haferbrei. Nun bist du an der Reihe, mir etwas über dich zu erzählen. Woher kennst du meinen Mann? Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich bin auf der Suche nach meinem Onkel Iordan hier ins Tal gekommen. Hätte nicht erwartet, dass die Suche so schnell vorüber sein würde, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, er war Unigost Freund. Ich erinnere mich, gehört zu haben, dass er genau solche Augen hatte wie du, mein Beileid. Das macht nichts, ich erinnere mich ja selbst nicht an ihn. Das meiste, das ich über ihn weiß, stammt aus den Geschichten meiner Mutter über ihn. Sie hat immer zu ihrem großen Bruder aufgesehen, liebte ihn wahnsinnig, selbst als er aufhörte, uns zu besuchen. Das ging vielen Leuten so, wie ich gehört habe. Etwas an ihm muss wirklich besonders gewesen sein. Scheint so. Gewaltige Fußstapfen, was? Die einzigen Fußstapfen, über die du dir Gedanken machen solltest, sind deine eigenen, Kleiner. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das stimmt. Danke, dass du das sagst. Ich glaube, das habe ich jetzt gebraucht. Aber reden wir nicht länger nur von mir. Was ist deine Geschichte? Ich gehöre zu einer Truppe fahrender Spielleute. Gehörte? Dabei habe ich nie wirklich gelernt, ein Instrument zu spielen, aber mein Gesang war recht passabel. Unsere Reisen brachten uns in dieses Tal. Das war nicht lange nach dem Tod deines Onkels. Ich erinnere mich noch daran, wie ich Unigost das erste Mal sah.
Da war so viel Trauer in seinen Augen. Jordan war nicht nur ein Freund für ihn, er war ein Teil von ihm. Okay, danke. Die Truppe zog ein paar Tage später weiter, ich blieb. Und Negust hatte einfach etwas an sich, das mir das Gefühl gab, dass mein Platz an seiner Seite ist. Du hast den Altersunterschied sicher bemerkt. Nein, eigentlich nicht, doch. Ich habe gerade überlegt, sie ist 32 und er ist, glaube ich, 50 oder so. Was? Willst du damit etwa andeuten, dass ich alt aussehe? Niemals. Also, es scheint, als wärst du der Liebe wegen hier hängen geblieben. Das ist ziemlich erstaunlich. Do you have your eye on anyone? Bisher noch nicht. Warum interessiert dich das? Sicher, so kann man es nennen. Oder Blindheit, oder Dummheit, schlechtes Urteilsvermögen vielleicht, ganz wie du möchtest. Du kannst versuchen, es zu überspielen, so viel du willst, aber du hast dich Hals über Kopf in den Großvater mit den traurigen Augen verliebt und du weißt es. Warum sagen wir ihr das so? Das habe ich. Er fällt mir manchmal auf die Nerven wie niemand sonst. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, ohne ihn auch nur zu atmen. Aber lass mich jetzt bloß nicht sentimental werden. Du hast sicher noch andere Dinge zu tun. Es war mein ehrliches Vergnügen, mit dir zu unterhalten, du Brunjäger. Hier, nimm das. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es hilft sicher, wenn man versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Alles kostet heutzutage Münzen. Das ist wirklich nett, aber ich will nicht auf wohltätige Geschenke angewiesen sein. Ich komme schon zurecht. Ach komm schon, versuch doch nicht den Held zu spielen. Männer. Also gut, dann erledige etwas für mich. So wäre es dann keine milde Gabe, sondern deine Bezahlung. Damit bin ich einverstanden. Was kann ich für dich tun? Hier im Dorf gibt es eine Bäuerin. Sie heißt Jarognieva. Normalerweise liefert sie Roggen für die Schenke, aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihr bekommen. Meine Vorräte sind beinahe aufgebraucht und du willst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir plötzlich kein Bier mehr haben. Ist so gut wie erledigt. Und da wir gerade von Bier reden, Unigos wollte, dass ich ein paar Flaschen für ihn für uns beide hole. Natürlich hat er das. Hier hast du sie. Großartig, vielen Dank. Er hat mir versprochen, mir ein paar Geschichten über Jordan zu erzählen. Ah, ich verstehe. Na, wenn das so ist. Hahaha, besten Dank. Okay. Das Problem ist, jetzt ist natürlich Nacht. Ha! Ich weiß nicht, kann ich hier irgendwie auch meine Zeit verbringen? But I am. Wasser, Flüssigkeitszufuhr ist in der Wildnis entscheidend. Wenn du zu lange nichts trinkst und deine Wasseranzeige auf Null fährt, verlierst du Lebenspunkte. Um das zu verhindern, kannst du diverse Getränke, wasserhaltige Nahrung zu dir nehmen. Wasser selbst kann in Eimern oder in Trinkschläuchen abgefüllt und transportiert werden. Ja. There is something hypnotizing about that fire. Ja, das stimmt wohl. Ich kann mich leider nicht am Feuer ausruhen. Ich will aber halt auch nicht nach Hause laufen jetzt in der Dunkelheit, ne? Erst einmal muss ich eine Kleinigkeit trinken. Ich kann nichts sehen, ne? Aber wir haben was getrunken, das ist gut. Oh, ist das dunkel. Hafer, L. Ach so. Wo ist denn Unigost jetzt? Das war laut. Kann ich irgendwo schlafen vielleicht? Ich kann hier auch gar nichts benutzen, ne? Wer ist er? Pomir. Hi. Wie du mir, so ich dir. Es ist sehr schön, dich zu sehen. Kann ich dir bei was helfen? Also zufällig Samen bei dir. Ich bin gerade dabei, einen kleinen Garten anzulegen. Dafür könnte ich die gut gebrauchen. Ich lasse dich wissen, wenn ich welche übrig hatte. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht ins Bellen. Ich wäre dankbar. Okay. Nee, zurzeit haben wir leider nichts dabei. Ich weiß, wir haben... Ups. Eine Fackel. Das Problem ist nur... Die hält halt nicht für immer. Ich würde halt wirklich gerne irgendwie schlafen oder so, ne? Kann ich mir hier nicht einfach ein Feuer bauen? Jetzt mal so ganz doof gesagt. Ich brauche dafür Stöcker, ne? Zweige.
Zweige. Zweige. Da vorne kann ich noch Zweige sammeln. 14. 17, sehr gut. Ich mache mir dann hier vorne mal eine Feuerstelle hin. Hoffentlich nicht aufs Feld. Oder vielleicht mitten ins... Kann ich mitten ins Dorf bauen? Nur so, als Überlegung. So, so, so. Ah, das Gebiet ist dafür gesperrt. Ich wusste das. Aber hier vorne kann ich doch bestimmt was platzieren, oder? Auch nicht. Wie weit denn noch? Das ist aber ganz schön groß gesperrt. Die wollten bestimmt verhindern, dass man da in der Nähe oder direkt als Nachbar baut. Ich will doch nur die Nacht schlafen. Das ist alles. Ah, hier. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich bin, aber... Ich möchte doch nur schlafen. Guten Morgen. So, dort unten befindet sich unser Dörfchen. Oder nicht unser Dörfchen, aber... Okay, ich muss mir das nur merken, dort oben auf dem Felsberg. Eine Vogelscheiche. Also, die sieht wirklich schon sehr gruselig aus. Ach ja, früh am Morgen. Guten Tag, Jagonieva. Debronjäger schickt mich. Wofür? Ich habe gehört, dass du die Schenke mit Roggen belieferst. Stimmt das? Und? Tut mir leid, dass ich gerade keinen... Ist es gerade kein guter Moment? Bist du immer so liebenswürdig zu Fremden oder liegt das an mir? Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe gerade einfach nur andere Sorgen. Ich will nicht stören, wollte nur wissen, was mit dem Roggen ist. Ist alles in Ordnung? Ich will dich nicht mit meinen Sorgen belästigen. Du belästigst mich nicht. Ich höre gerne zu, wenn du das möchtest. Sie hört auch gerne zu. Nun, vor langer Zeit habe ich einen schweren Fehler begangen. Die Konsequenzen davon, die verfolgen mich jetzt. Was für ein Fehler? Ich habe einen Idioten geheiratet. Ach komm, ich bin sicher, jetzt übertreibst du. Haha, ich verstehe. Glaub mir, das tue ich nicht. Und warum genau macht dir die fragwürdige geistige Begabung deines Mannes Sorgen? Gestern Abend wollte er eine unserer Kühe auf den Markt verkaufen. Ich hatte ihm ganz genau gesagt, wie viel er für sie verlangen sollte. Wir haben die Münzen nötiger denn je. Und kannst du erraten, was er mit nach Hause genommen hat? Nichts, die Kuh. Eine Handvoll Samen. Von denen jemand gesagt hätte, dass sie Zauberkräfte haben sollen. Dass es Zaubersamen sind. Kannst du dir das vorstellen? Trottel. War denn irgendwas an den Samen besonders? Es waren nicht einmal Samen. Es waren Hasenködel. Ich verliere noch den Verstand wegen diesem Mann. Ich schwöre. Ich würde ja gerne etwas sagen, um mich aufzuheitern. Laufen die ineinander, okay? Aber verdammt, es klingt wirklich dämlich. Kann ich irgendwas helfen? Danke, es tut gut, das zu hören. Es gibt nichts, das du tun könntest, Süßer. Aber ich bin für das Angebot dankbar. Es hat schon geholfen, darüber zu schimpfen. Gern geschehen. Könntest du mir jetzt etwas mehr über die Angelegenheit mit dem Roggen erzählen? Leider werden wir den Roggen dieses Mal nicht bereitstellen können. Die Ernte ist verdorben und man kann so gut wie nichts mehr davon verwenden. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Lieferung Roggen aus Rolnica bestellt. Sie hätte eigentlich schon gestern hier sein sollen. Keine Ahnung, was passiert ist. Nada ist normalerweise sehr pünktlich. Vielleicht könntest du ihn besuchen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Das werde ich machen. Pass auf dich auf. Okay. Reputation deiner Dynastie gestiegen. Da läuft Olga wieder rüber. Olga, wer ist das? Sizie. Ah.
Wer möchte... Bist du das? Das ist er tatsächlich gewesen, der hier rumgeschimpft hat. Werden die auch irgendwann genervt? Wenn man irgendwas macht? Ah! Weiß ich noch nicht. So, Odigus und Haferbier. Hafer-Ale. Wo ist denn Unikus? Questziel. Soll hinter uns sein. Ist er zu Hause? Achso, wir müssen was essen. Was hat er nicht mehr so schön viel Zustand? Alles hat noch Zustand, das ist gut. Dann können wir auch ein gebratenes Fleisch essen. Gewicht, Zustand, Preis 8. Trockenfleisch bewahren wir schön auf, ne? Würde ich sagen. So. Das muss reichen. Rosalinda, Unigust. Tag, Unigust. Du stehst vor dem stolzen Hausbesitzer im ganzen Tal. Ich bin hier, mit Bier. Wirklich gute Arbeit, in Ordnung. Erlaube mir, meine Kehle mit diesem goldenen Gerstensaft zu benetzen und in Erinnerung an die alte Zeit wachrufen zu lassen. Ich kannte Iordan 22 Jahre lang, bevor er starb. Er war mein bester und treuester Freund. Eigentlich mehr ein Bruder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns begegnet sind, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals 25 Jahre alt und im großen Jelenberg, wo ich auch geboren worden war. Man könnte sagen, dass ich diesen Ort hasste, aber er war das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber. Jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen und das tat ich. Auf die einzige Art und Weise, die ich gelernt hatte. Stehlen. Du warst ein Dieb? Das war ich und ein verdammt guter. Wenn ich das mal so sagen darf. Mit Taschendiebstahl habe ich mir mein Brot verdient. Ich hätte ein saftiges Stück Fleisch direkt von einer Gabel stehlen können, aber du hättest es nicht bemerkt. Dabei war es nicht Habgier, die mich trieb, ich wollte nur überleben. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir die Tätigkeit an sich nicht auch eine gewisse Freude bereitet hat. Stehlen bleibt ein Verbrechen, ganz egal, warum man es tut. Ich würde sagen, du wartest jetzt besser ab und hörst, was ich noch zu erzählen habe, bevor du dich aufpusterst. Tut mir leid, erzähl weiter. In Jelenberg gab es jedes Jahr ein großes Volksfest. Es lockte immer viele auswärtige Besucher an. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für jemanden in meinem Gewerbe bedeutet. Innerhalb von ein paar Minuten konnte ich zusammenbekommen, was sonst ein Tagesverdienst gewesen wäre. Ich schnappte mir ein paar Münzen hier und da, etwas Schmuck, ein paar neue Stiefel und dann sah ich... Von den Füßen, ne? Natürlich. Und dann sah ich diesen adligen Kerl, der einen dicken Geldbeutel an seinen Gürtel gebunden hatte. Ein Geldbeutel, der förmlich danach schrie, von mir befreit zu werden. Zu hören? Ich schlich mich durch die Menge, bis ich genau hinter ihm stand. So hatte ich es 1000 Mal gemacht. Kinderspiel. Ich fasste nach dem Beutel ganz sanft und vorsichtig ein paar kleine Bewegungen aus dem Handgelenk und schon hatte ich ihn in der Hand. Nun musste ich ihn mir nur noch umdrehen und verschwinden. Wie immer. Aber dann, bäm! Was ist passiert? Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich dachte, mich hat ein Bulle überrannt. Es traf mich so unvorbereitet, dass ich erst wusste, wie mir geschieht, als ich auf dem Boden lag. Mein Kopf pochte wie wild, ich konnte kaum geradeaus schauen. Aber weißt du, was das nächste war, was ich sah? Eine Faust, die zum nächsten Schlag ausholte? Nein, ein Lächeln. Ein riesiges, strahlendes Lächeln im Gesicht eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das war dein Onkel Lur. Onkel Iordan, der Kerl, an dem ich einen Adling, den Kerl, den ich für einen Adling gehalten hatte. Er reichte mir seine Hand, half mir auf die Füße und lud mich zu einem Bier ein. Haha, einfach so, warte. Ihm war aber schon klar, dass du gerade versucht hast, ihn auszuräumen oder so. Ja, nimm mir das einfach so. Das verstehe ich nicht. So war Iordan einfach. Weißt du, dein Onkel war gefährlich schlau. Bei Weitem der klügste Mann, der mir je begegnet war. Er durchschaute die Welt wie niemand sonst, konnte Ereignisse vorhersagen. Er war allen anderen immer mindestens ein Dutzend Schritte voraus. Deshalb, es war so selten, dass ihn jemand überraschen konnte, das weckte meine Neugierde. Und er hat nicht erwartet, dass du...
Ganz genau. Scheinbar war ich, obwohl es am Ende ja gar nicht geschafft habe, doch derjenige, der beim Versuch, ihn zu bestehen, dem Erfolg am nächsten gekommen ist. Und das gefiel ihm. Also hast du seine Einladung angenommen, nehme ich an? Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, oder? In dem Moment hatte ich eine Heidenangst vor diesem Kerl. Also zogen wir los. Er nahm mich in die teuerste und am vollsten besetzte Schenke der ganzen Stadt mit. Bedenke, das war während des Volksfestes. Überhaupt erst hineinzukommen war fast unmöglich. Ihm schien das allerdings egal zu sein. In Sekundenschnelle hatten wir einen Tisch und gleich zwei Mädchen bedienten uns. Es war unwirklich. Für mich gab es nur eine Erklärung, der Laden gehörte ihm. Und war das so? Absolut nicht. Er war zum ersten Mal im Jelenbeck. Es fühlte sich an wie ein Traum, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt. Ich war sicher, dass er ein Adliger sein musste. Seine Manieren, seine Kleidung, die ganze Art, wie er redete und sich bewegte. Und dann hatte er einen gewaltigen Zug drauf, leerte sein Bier, als wäre nichts, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund und rülpste wie ein Elch. Er wurde von einem hohen Herrn zu seinem kompletten Rohling einfach so. Ah, schnipste mit den Fingern. Okay. Ich habe mich tausendmal an diesen Moment zurückerinnert, bevor mir klar wurde, warum er das getan hat. Es war kein Fehler. Oh nein, es war auch keine Faulheit. Kein Moment der Schwäche. Er wollte, dass ich sehe. Er wollte, dass ich verstehe. Dass du was verstehst? Dass er ein absoluter Schwindler war. Du musst verstehen, Rassimir, dass es jemanden wie deinen Onkel nur einmal gibt. Er führte seine Waffe wie kein anderer. Und diese Waffe war sein Selbstvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Stell dir eine fest verschlossene Tür vor mit bewaffneten Wachen vor. Und du willst, was dahinter ist. Was für Möglichkeiten hast du? Gewalt, Bestechung, versuchen das Schloss zu knacken. Iordan dagegen, er hätte einfach den Kopf hochgehalten, wäre hineinspaziert und hätte verlangt, dass die Tür ohne Umschweife geöffnet wird. Du hattest recht, das alles klingt unwirklich. Ich wusste nichts davon. Die Geschichten, die meine Mutter über meinen Onkel erzählt hat, das waren ganz andere. Ich werde ehrlich zu dir sein, es klingt, als hättest du dir das nur ausgedacht. Weil sie fürchtlich einen ganz anderen Iordan kannte als ich. Als jeder in der Meute. Warte, die Meute? Oh, mein lieber Rassimir, es gibt wohl viel. Es gibt so viel, dass du noch nicht weißt. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen. Aber es wird langsam spät. Komm schon, du kannst mich doch nicht so auf die Folter spannen. Also gut, ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen. Nach dem ersten Bier hatten wir ein paar mehr. Etwas Met war auch dabei. Wenn ich mich recht erinnere. Wir unterhielten uns über unsere Vergangenheit, unsere Träume, Überzeugungen. Wir fingen an, ein paar betrunkene und wahnwitzige Pläne zu schmieden. Ich dachte, das wäre alles nur Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist das Seidenkissen, dass ich in Seidenkissen aufwachte. Ich nehme stark an, dass die nicht dir gehörten, oder? Machst du Witze? Das war das erste Mal, dass ich einen solchen Stoff überhaupt auch nur berührt habe. Die Decke des Raums war so hoch, dass ein Riese hineingepasst hätte, ohne sich bücken zu müssen. Ich dachte, ich träume. Dann kam Bedienstete zur Tür herein und ich war bereit zur Flucht. Aber anstatt mich anzugreifen, präsentierten sie mir das Frühstück. Wirklich? Aber wie war das möglich? Ja, dann hatte das alles eingefädelt. Ich habe nie herausgefunden, wie er das angestellt hat. Jedes Mal, wenn ich danach fragte, hat er angefangen zu lachen. Selbst Jahre später. Ich brauchte wohl nicht mehr zu sagen, dass in Jelenberg an diesem Tag mit ihm zusammen verließ. Das war das erste Mal, dass ich die schützende Mauer dieser Stadt hinter mir ließ. Und ich kam nie zurück. An diesem Tag wurde die Meute geboren. Und 3 Jahre später waren wir zu fünft. Eine Familie. Wir nannten uns Memento. Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das klingt alles so unglaublich. Ich habe noch nie solche Abenteuer erlebt. Wahrscheinlich werde ich das auch nie. Was macht der da hinten? Immer, sagt er mit den Jungfernen, mein Junge. Nicht alles daran war Spaß und Liebelei. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun. Wie wäre es? Wir treffen uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter. So machen wir es. Danke, Unigus, für alles. Das Problem ist nur, morgen muss ich dann wieder hierher rennen. So, und wir müssen noch irgendwas anderes versuchen. Ich weiß gar nicht mehr, was für Quest wir alle hatten. Wissen? Technologie? Ah, guck mal hier. Achso, das schalten wir einfach frei?
Jagdhütte? Gekaufte Schemata. Kleiner Weidenkorb. Okay. Habe ich hier irgendwelche Punkte zu vergeben? Nein, ich glaube, dann leuchten die auch. Tagebuch, was ist das? Überlebenskünstler. Jage wildes Tier. Überlebe eine Jahreszeit lang. Und die Kaninchenfalle müssen wir auch noch aufstellen, obwohl wir es eigentlich schon gemacht haben. Unigos Geschichte, warte auf den nächsten Tag. Dobroniegas Geschichte. Sprich mit Nadar. Wo ist denn Nadar? Quest verfolgen. Nadar ist in der Nähe meines Hauses, wa? Achso. Gut. Ne, den Hammer wollte ich eigentlich nicht rausholen. Ich wollte den Speer rausholen. Dass man die Viecher auch nicht kriegen kann, ne? Hier, die Krähen. Ach, ich bin ein bisschen betrunken. Okay. Ich habe mich gerade gewundert. Wir haben ja ein Bier getrunken. Ich habe mich gerade gewundert, was das da unten für ein... eine Anzeige ist. Autosave. Ja. Wir reisen jetzt noch einmal schnell nach Hause zurück. Schauen dort nach dem Rechen. Anscheinend ist nämlich die nächste Nadar. Nadar! Ah, nein. Ist anscheinend in der Nähe von unserem Zuhause. Weil der Questmarker ist ziemlich ähnlich. Ja, grob. Ich kann ja mal auf die Map gucken. Und sehe nichts. Da vielleicht? Vielleicht ist die ja in der nächsten Stadt. Irgendwann wird auch unser Stadtname an dem Schild sein. Wir haben nur keinen Stadtnamen. Trotzdem bin ich im Moment mit der jetzigen Situation ganz zufrieden. Also wir stehen ganz gut davor, habe ich das Gefühl. Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken. Oh, Spring verbraucht richtig viel Ausdauer. Sollte ich besser lassen. Ach, hier ist schon die Brücke. Nee, das ist nicht die Brücke. Die Brücke kommt später. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal die kleine Insel. Und ich glaube, da vorne wohnen wir, ne? Wenn wir ein bisschen mehr Geld hätten, ne? Dann könnten wir ja die Schnellreise nutzen. Aber wir haben halt leider kein Geld. So, und hier kommt jetzt die kleine Brücke mit dem Wasserfall, wo ich eigentlich bauen wollte. Hätte ich mal vielleicht machen sollen, dann wäre der Weg nicht so weit gewesen. Gut, dafür sind die Wege jetzt in die anderen Städte nicht mehr so weit. Irgendwann muss ich mir auf jeden Fall ein Schwert machen, damit man... Ich habe halt so ein bisschen Angst immer, dass man überfallen wird oder so, ne? Ich weiß gar nicht, ob das hier möglich ist. Aber das wäre auf jeden Fall nicht gut. Bei so viel haben wir noch nicht, ne? Aber trotzdem wäre das nicht schön. Ach, ich sehe unser Haus. Sehr gut. Hirsche haben wir auch da. Können wir mal nach unserer Falle gucken. Auch alles da. Zack. Kaputt. Aber dann können wir vielleicht gleich mal eine neue Falle machen. Okay, wir brauchen dafür Stöckchen. Sieben, acht, neun. Der Platz hier scheint ja perfekt zu sein, ne?
für eine Falle. Ich mach das hier mal unter dem Eichenbaum. So, haben wir das auch erledigt. Hier liege ein wildes Tier. So, guten Tag, ich bin wieder zu Hause. Kann ich hier noch irgendwas ablegen? Hafer-Ehl. So, gut. Also, wir sind jetzt zu Hause und müssen uns noch weiter auf den Weg machen, um mit Nadar zu reden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und die Abstimmung läuft auch noch heute, den letzten Tag. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüss.